Karl, wir sind ja gleich alt. Bitte? Wir sind ja gleich alt. Ja, du siehst aber älter aus. Ja. Wie ist das Leben so als Rentnerin, Paola? Ihr habt doch eigentlich ausgesorgt, kann man sagen. Ihr habt keine Kinder, die euch das alles wegnehmen. Habt ihr eigentlich so viel abgegriffen in den letzten Jahren, dass ihr euch jetzt hier als Frührentner zur Ruhe setzen könnt? Ich sehe das im Grunde nicht ein. Wir labern hier immer noch, nicht? Ja. Weißt du, was ein Nummernkonto ist? Helge? Ja, weiß ja jeder. Ja, was ist das denn? Ja, Konto. Ja. Mit Nummer. Du hast doch früher noch auf Bädertourneen, hier Oldenburg, Norderney, die riesige D-Mark abgegriffen damals. War die riesiger als jetzt? Ja, also, die hab doch damals. Entweder ist die D-Mark nichts oder der Franken. Du sollst Franken sogar eine Tournee mit Roland Kaiser gemacht haben. Ja. Ja? Ja, auch, ja. Und wie ist der so? Okay, ja, ist immer so. Ging das prima ab so? Nee, ich hab nichts gesagt. Ja. Gibt es bei euch in der Schweiz neben Emil auch noch so andere Idioten? Ja. Was kochst du am besten als Halbitalienerin? So Spaghetti à la Rabiata? Was müsstest du wissen? Du warst ja mal bei... Ja, okay. Hm? Ich hab mir dann den Magen auspumpen. Ihr seid ja das ideale Paar, was sich nie streitet. Ich habe euch ja nun beobachtet, wie euch nachts da die Blumenvasen an den Kopf gespielt. Aber das war, weiß ich ja nur. In den Hotels, die Nächte in den Hotels, verstehst du? Ja, hast du erzählt. Ja. Und dann flogen da diese Aschbecher durch die Gegend. Aber fährst du immer noch voll auf ihn ab, nachdem du uns beiden kennengelernt hast? Ja. Was ist denn an ihm dran, was wir nicht haben? Du warst ja mal mit mir in der Sauna, nicht wahr? Dann weißt du das. Ja, da ist übrigens ein Finderlohn ausgeschrieben worden. Ja. Noch mal sagen, schönen Dank, Kurt und Paola Felix, extra aus der Schweiz rübergekommen. Das will was heißen.